Und die Leute, die nehmen das heute auf ihre Kappe, auf die leichte Kappe, die sagen, wie was ist so schlimm an Musik? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, la yakunanna fi hadhihi al-umma khasfun wa qadhfun wa maskhun wa dhalika idha sharibu al-khumur wa attakhadhu al-qainat wa darabu bil-ma'azif. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, es wird in dieser Umma ein Erdrutsch geben. Die Erde wird aufgehen und die Leute werden verschlungen werden in der Erde. Und es wird ein Steinregen geben. Und es wird eine Verwandlung von Menschen geben in Affen und anderen hässlichen Dingen. Dieses als Antwort, weil sie den Alkohol trinken und weil sie Sängerin zuhören und mit den Musikinstrumenten spielen. Er sagte, was ist so schlimm an Musik? Das ist eine Masche von Shaitan, wie er die Leute vom Gedenken an Allahs wegbringt. Siehst du nicht die Leute, wie berauscht sie sind, wenn sie Musik hören? Einmal kam ich raus aus meiner Wohnung, es war dunkel und ich sah nur eine Person, der macht so. Vor der Wohnung. Ich dachte, Jin, aber ich wusste Jin. Du kannst keine Jin sehen. Ich dachte, Subhanallah, was ist das? Der hat Musik gehört. Tropec, Pipec, ich weiß nicht, wie viel war das. Also bin der. Schau mal, die sind weg. Weg. Das merkt ihr auch an ihren Zeichen. Ja, Allah, Allah, ich zeige dich. Mach dich nicht geschafft.